Und Ursula Stenzel ist jetzt bei mir im Studio. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Frau Stenzel, vor etwa 3 Monaten haben Sie gesagt, Sie treten bei der Wien-Wahl im Oktober nicht mehr an, weil es Zeit ist, dass Jüngere an die Reihe kommen. Hat die FPÖ da niemanden gefunden? Nein, um das geht's nicht. Ich wohne und lebe und habe meinen Lebensmittelpunkt seit 20 Jahren in der inneren Stadt. Bin eine Bürgerin der inneren Stadt. Und beobachte natürlich, was geschieht. War 10 Jahre Bezirksvorsteherin im ersten Bezirk und jetzt 5 Jahre habe ich also das Geschehen auch vom Rathaus aus verfolgen können. Und ich merke hier, und mein Wunsch ist es, dass sich die Bürgerinnen und Bürger in der inneren Stadt wohlfühlen sollen. Es ist eine wunderbare Stadt, eine lebenswerte Stadt, aber es wird sehr viel auf ihre Kosten experimentiert. So zum Beispiel mit den Verkehrsverboten und Autofreien City und so weiter. Natürlich. Aber das ist natürlich ein Motiv. Ich verstehe, aber ich versuche Sie auch ein bisschen an Ihren eigenen Worten zu messen. Deshalb die Frage nach der Kandidatur. Und Sie haben damals eben im Mai gesagt, ab einem gewissen Alter soll man nicht mehr in der Politik sein und es soll einen Generationenwechsel in der Freiheitlichen Partei geben. Warum gilt das zumindest für die Bezirksvertretung in der inneren Stadt jetzt offensichtlich nicht mehr? Es gilt im Prinzip, ja. Ich hätte finde auch eine jüngere Kandidatin verdienen. Ja, aber da ich 2-mal Bezirksvorsteherin war und hier lebe und mich der Bezirk etwas angeht und ich finde die Bürgerinnen gut vertreten sein soll, habe ich mich dazu noch einmal entschieden. Es ist mir nicht leicht gefallen, ich habe lange darüber nachgedacht, aber der Beschluss war dann ein sehr schneller und der Entschluss und ich tue dies auch gerne. Warum? Weil ich glaube, dass ich ein Signal setzen möchte für die Bürgerinnen und Bürger der inneren Stadt und auch für die Freiheitliche Partei, hier eine Öffnung zu machen zu einer rechten Mitte. 2015 hat Sie ja Heinz-Christian Strache zur Freiheitlichen Partei geholt. Warum sind Sie eigentlich nicht auch diesmal wieder für ihn angetreten? Das war mir ganz klar, dass ich das nicht mehr tue. Es tut mir leid. Ja. Die beste Idee, die Strache hatte, war, dass er mich gewonnen hat für die Freiheitliche Partei. Er hat mich gewonnen für die Freiheitliche Partei und bei der bleibe ich und nicht für eine andere. Die letzten 4 Jahre waren Sie für die FPÖ nicht amtsführende Stadträtin. Das ist eine Position, an der es immer wieder Kritik gibt. Die Neos sagen zum Beispiel, nicht amtsführende Stadträte, das sind Versorgungsjobs, die dem Steuerzahler viel kosten, aber gar nichts bringen. Jetzt sagen Sie heute von sich, Sie seien ein politisches Animal. Auf welchen Aspekt aus Ihrer politischen Arbeit in diesen letzten 4 Jahren sind Sie denn besonders stolz? Ich habe gekämpft für das Weltkulturerbe der inneren Stadt. Ich habe die Kontrollfunktion ausgeübt, die man als nicht amtsführende Stadträtin auch hat. Ich bin Mitglied der Regierung, hier konnte ich mich einbringen. Und ich habe ein gutes Gesprächsverhältnis zum Bürgermeister Ludwig gehabt, immer. Ein Auftritt von Ihnen aus dieser Zeit als eben nicht amtsführende Stadträtin hat jedenfalls für Aufregung gesorgt. Und zwar, als Sie bei einem Aufmarsch der rechtsextremen Identitären mitgelaufen sind, dort auch eine Rede gehalten haben, sogar ein knappes Jahr später. Wie denken Sie nach über diesen Vorfall? Ich denke über diesen Vorfall insofern nicht nach, als dieses Datum, der 12. September 1683, ein wichtiges Datum ist für Österreich, für die geschichtliche Entwicklung Österreichs. Die Belagerung der Türken wurde damals gebrochen mit Hilfe eines europäischen Heeres unter König Sobieski. Und ich finde es richtig. Ich wurde übrigens eingeladen vom Wiener Akademikerbund und nicht von den Identitären. Aber die haben die Veranstaltung organisiert und Sie lassen durchklingen. Sie bedauern das nicht, dass Sie damit gelaufen sind? Nein, das bedauere ich nicht. Das würden Sie wieder machen? Ich würde dieses Gedenken wieder machen. Auch wenn das die rechtsextremen Identitären organisieren? Ich halte Rechtsextremismus für falsch. Ja? Ich gestehe Identitären zu, dass sie Identitäre sind, aber nicht unbedingt Rechtsextreme. Die Identitären sind für Sie keine Rechtsextremen? Nicht alle. Wie viele kennen Sie denn? Keine, außer den Herrn Sellner natürlich vom Sehen. Und der ist für Sie kein Rechtsextremer oder wie kommen Sie zu diesem? Nein, ich glaube, es hat Gerichtsurteile gegeben, die diese Bewegung auch in ein anderes Licht gerückt haben. Also ich glaube, Rechtsextremismus ist etwas, ein bisschen etwas anderes, ist gewalttätig und so weiter. Also ich würde hier einfach auch schauen, genau hinschauen. Ja?
Dann blicken wir nochmal in die Zukunft von den Grünen und der ÖVP. Gibt es ein Konzept für eine verkehrsberuhigte Innenstadt? Das haben Sie heute auch scharf kritisiert. Aber was ist eigentlich so schlimm daran, wenn es in der City weniger Autos gibt? Das wäre ja nur gut für den CO2-Ausstoß zum Beispiel. Ja, das wäre wunderbar, wenn es gut durchdacht wäre, ja. Aber Sie können den Leuten nicht faktisch empfehlen oder befehlen. Sie dürfen einfach nicht mehr rein. Wir haben jetzt die Corona-Krise gehabt, die Isolation dadurch, die auch verfassungsmäßig sehr umstritten war, manche dieser Vorgaben. Eine weitere verkehrspolitische Isolation der City in dieser Zeit ist falsch, ist auch ein Huschpfusch, ist nicht genau durchdacht. Natürlich kann man über so etwas nachdenken, aber dann muss man Maßnahmen haben, die das kompensieren. Zum Beispiel Garagenplätze günstiger. Ja? Denn wir wollen ja nicht, dass in der Innenstadt alle Geschäfte draufgehen. Ja? Davon, das brauchen wir, das brauchen die Innenstadtbewohner und das brauchen auch die Wirtschaft Wiens. Frau Stenzel, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen Gerne. Haben. Gerne. Dankeschön.